Willkommen zurück zu GTA 2 und in diesem Part werden wir die gelben Missionen der Russen zumindest beginnen. Diese hier ist asozial schwer und nennt sich Polizeiwagen. Wir müssen binnen 5 Minuten 2 Polizeiwagen, 1 Sport-Einsatzwagen und außerdem noch 2 Special Agent, sprich FBI-Fahrzeuge vernichten. Das ist ziemlich episch, vor allen Dingen dann die Special Agent Autos. Ich hatte es gerade eben fast geschafft, dann habe ich aber mit einem Flammenwerfer gearbeitet und das darf man hier auch nicht, warum auch immer. Hat dann nicht gegolten und dann wurde ich getötet, finde ich asozial, ist aber so gewesen, kann ich nicht ändern. Ich werde bei dieser Waffe bleiben und das passt überhaupt nicht, dass ihr Spinner jetzt ankommen müsst. Okay, ein bisschen tricksen. Lehnen Sie sich zurück und schießen Sie. Verdammt, da sind noch zwei von den Typen. Und wir haben die 5 Sterne, verdammt. Ja. Okay. Halt, wir müssen zuerst den vernichten. Okay. Jetzt kommt der SWAT-Wagen. Und bevor die mir mit Special Agent Autos auf den Hals rücken, werde ich mich hier nochmal kurz auffrischen. Die Zeit dafür haben wir und die Zeit dafür müssen wir uns auch nehmen. Uns bleibt gar keine andere Wahl. Ist das episch. 2 Stück sind es. Wenn es nur eins wäre, okay, aber 2 Special Agent Autos ist scheiße. Verdammt schwer und bitte, nein, das Spiel soll jetzt nicht abstürzen. Keine Rückmeldung steht hier. Ja, Leute, ihr habt gesehen, was da gerade eben passiert ist. Das Spiel ist astrein abgeschmiert. Jetzt muss ich es nochmal versuchen. Gespeichert war es natürlich nicht, wie auch. Kann man ja nicht in Mission. Jetzt versuche ich es nochmal. 3 Polizeiköpfe, da steht der Wagen. Ich bin gerade echt ein bisschen gefrustet, ein bisschen sehr gefrustet sogar. Die Mission ist einfach nur asozial und überlegt euch mal, das ist gerade mal eine gelbe. Wisst ihr, also die grünen Missionen waren ein Witz. Das gebe ich auch zu. Die waren echt ein Witz. Aber was dann abging hier, also was hier abgeht, das ist ja gar nicht machbar. Das ist Asozialität in seiner Vollendung. Geh drauf, Auto, geh drauf. So, okay. Tschüss, Mann. Ach, okay, das haut er doch einfach ab. Verdammt, 5 Sterne. Okay, komm, schnell, 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 schieß. Sehr schön, okay. Special Agent Auto. 5 Sterne, ich gehe mich erstmal aufheilen. Ansonsten kommt. Ja, womit arbeite ich, ist die Frage. Maschinengewehr ist mir eigentlich zu risikoreich. Zeit haben wir genug. 2 Special Agent Autos fehlen. Ich denke, ich werde mit Molotov Cocktails arbeiten. Da brauche ich 2 Treffer mit. Ich kann aber schnell hintereinander abfeuern. Und die Typen steigen hier aus. Das heißt, wenn ich ganz schnell ab. Moment, gucken, wo ist hier die nächste. Ich muss da zu viel umschalten. Das ist das Problem. Ich muss dreimal umschalten, wenn ich zu einer Uzi greifen will, egal ob gedämpft oder nicht gedämpft, wie zum Beispiel bei so einem beschissenen Polizisten. Der Gauss natürlich, sobald ich 6 Sterne habe, sprich Militärbürgerkrieg. Cool. Nicht du auch noch? Das ist herrlich. Am besten wäre es natürlich, wenn ich irgendwie an ein Auto rankommen würde, aber wie soll ich das hier bitte schaffen? War vielleicht auch ein Fehler meinerseits. Gebe ich zu. Ist jetzt gerade ein taktischer Fehler. Wie ich da jetzt gleich rankommen soll, an den, na, vorbeikommen soll, werde ich da mal schauen. Weiß gerade auch, ich habe gerade echt keinen Plan, wie ich es machen soll. Ich habe noch 220, das ist nicht so das Problem, aber. Ich bin ein bisschen am Rätseln, wie es hier weitergehen soll, wie es hier weitergehen kann. Flammenwerfer wäre eine Option.
Ist auch erstmal eine Option. Damit darf ich zwar die Wagen nicht grillen, aber um die Wachen abzuknallen. Beziehungsweise die FBI-Leute. Reicht es. Gut, der trifft mich von da so leicht nicht. Yes! Wie geil! Ja, ist klar, ich habe ein. Ich habe. Ja, klar, ich habe jetzt einen Polizeistern. Okay, ich muss warten, bis der weg ist, weil hier immer noch, ja, Leute von der Armee rumjagen. Und da ist es dann egal, wie viele Sterne du hast. Wenn die Leute rausgefahren sind, dann schreiten sie auch ein. Wir haben aber die Mission geschafft. Und ich hoffe nur jetzt, dass jetzt möglichst schnell der Polizeikopf da oben weggeht. Ansonsten haben wir gleich ein Riesenproblem, wenn hier Leute von der Armee reingehen. Aber das war ja eben richtig Glück, wie die Position da eben war. Hörte die ganzen Sirenen, das ist unglaublich. Dass da der Typi auf uns schießen will und dann natürlich da seine eigenen Fahrzeuge anschießt. Das war richtig Glück. Okay. Jetzt dürften sie uns aber eigentlich nicht mehr angreifen. Das Schöne ist, jetzt stehen die Autos, glaube ich, hier aus Spaß rum. Tatsächlich, wie geil. Special Agent Auto. Aber ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Ich fahre jetzt mal ganz vorsichtig zum Speicherpunkt. Nicht, dass ich jetzt ein Verbrechen baue und da einer vom FBI kommt. Also bis gleich, Leute. Ciao. Okay, das war ja eben. Okay, das war ja eben echter Glücksfall, wie der da geschossen hatte, eine FBI-Agent, dass der da seine eigenen Wagen abknallt. Aber gut, weiter geht's mit einer weiteren gelben Mission. Mach einen Boss fertig und mal wieder mit einem Übersetzungsfehler, beziehungsweise sie haben es einfach vergessen. Hey Genosse, ich bin. Kennen wir schon von den Hare Krishnas, da war es in der grünen Mission so. Und diesmal werden uns auch wieder geile Waffen zur Verfügung gestellt. Mensch, was ist mit mir los? Die Mission an sich ist ziemlich einfach. Wir bekommen es mit einem. Nein, einfach ist sie nicht, aber verhältnismäßig zu der Mission von eben ist sie einfach. Wir bekommen es mit ein paar Killern der Krishnas zu tun. Oh, selbst während er hier flambiert wird, macht er noch weiter. 7 Killer sind übrig. Wow. Gut, dann werde ich mal die Waffe wechseln. Ja, obwohl, nee, Flammenwerfer passt eigentlich auch. Das finde ich jetzt nicht so lustig, dass sie dann noch weiterschießen, während sie hier flambiert werden. Oh, warte, ich kann dir helfen. RTL 2, it's fun. Jetzt habe ich auch wieder Lust auf das Spiel, wenn die Missionen nicht mehr so asozial sind. Gut, was da bei den Roten so konkret kommt, weiß ich nicht. Ach nee, das finde ich jetzt aber nicht so lustig von euch. Nee, geht da mal weg, okay. 5 sind noch übrig. Das fand ich gerade nicht so cool. Cool. Ja, das machen die für mich. Wow, der hat sogar einmal abgeschossen. Ja, ich heile mich mal. 4 Stück sind es noch, aber ansonsten werden sie halt von den Russen zermatscht. Das kann mir dann auch recht sein. Fahren ja hier ins Gebiet. Ich glaube, das war's auch. Mehr passiert in dieser Mission nicht. Kommt der Polizist hoch? Ich glaube nicht. Naja, sehen wir dann. Wie ich es hasse, unterbrochen zu werden. Aber gut, diesmal kein Cut. Ja. Irgendwie kommt gerade niemand. Ach, ich fühle mich mal toll und fahre mal mit meinem Special Agent Auto hier durch die Gegend. Ist im Übrigen eigentlich kein besonderer Wagen, ist einfach nur ein, ja, grün-schwarz lackierter, wie heißen sie? Ich glaube Eddie. Die Wagen sieht man sonst auch in anderen Farben. Dieses grün-schwarz allerdings nur bei den Killern. Killer bleiben noch übrig. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Waffen ausschaut, ob die da irgendwie sich steigern. Der Overkill sind natürlich Flammenwerfer und Raketenwerfer. Aber ich glaube, so asozial waren sie in dieser Mission tatsächlich nicht. Okay, der hat noch einen
Gewehr oder eine Pistole? Ich glaube sogar nur eine Pistole, tatsächlich. Ein Krishna-Killer ist noch übrig. Ich könnte mich jetzt nochmal aufheilen. Aber da habe ich sogar mal das Selbstbewusstsein, dass ich glaube, dass wir das Ganze auch so schaffen. So. So kommt man hier im Übrigen rüber. Das ist mir eben nicht gelungen. Oder muss ich da schneiden? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach, da ist er ja. Okay, die Mission geht noch weiter. Das heißt, wir holen uns nochmal. Moment, ich muss mal schauen, wie lange der Part ist. Ja, 2 Minuten haben wir noch. Okay, bei einem gepanzerten Bus stellt uns einen Hinterhalt. Das klingt ja jetzt nicht so schön. Ich finde es eigentlich mit dem mit dem Flammenwerfer ganz chillig. Wobei ein gedämpftes Maschinengewehr auch nicht zu verachten ist. Mich wundert es, dass der Respekt bei den Zerbatsu immer noch so tief ist, obwohl wir hier ordentlich Krishnas irgendwas abknallen. Genau, abknallen war das Wort, das ich gesucht habe. Ja, die Mission möchte ich eigentlich schon noch gerne schaffen. Möchte ungern in einer Mission schneiden. Ja, leider brennt jetzt dieser Eddie hier, beziehungsweise Special Agent Auto, was aber nur ein Eddie ist, der umlackiert wurde. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich den einfach umlackieren kann. Aber ich glaube, das fasst da nicht an. Genau wie Polizei waren wir auch nicht. Werden dann auch nicht verschrottet. Also zumindest, oder? Kann man den Wagen verschrotten? Ich weiß es gar nicht. Ach Leute, ich weiß so wenig über das Spiel. Das gibt's ja gar nicht. Müsste ich eigentlich alles mal ausprobieren. Wir könnten auch einen Carcrusher extra Part machen. Da verschrotte ich irgendwelche Autos und zeige euch, welche Items man da bekommt. Blöd. Brennerwagen fährt nicht mehr so schnell. Dann wechseln wir doch einfach. Cool, der ist leer. Dann war das ein altes Auto von mir. Nehme ich zumindest mal an. So, da oben wollen sie uns hier also irgendwo einen Hinterhalt stellen. Okay, Molotov Cocktails. Machen wir uns das alles so einfach? Wie er lacht. Okay, nur eine Autobombe kann weiterhelfen. Na dann. Holen wir uns doch eine Autobombe. Geht doch ganz, ganz fix. Zum Glück ist ja hier direkt der Shop. Ich erinnere mich noch im Redneck-Gebiet, da war ja auch so eine grüne Mission mit Autobomben. Nee, was war das? Ich weiß gar nicht, wem gehörte denn diese Mission? Irgendwo war auch einer, der nur eine Auto... Nee, das, ach so, das war sogar schon. Das war noch im ersten Gebiet. Da gab es noch eine Mission. Ich weiß gar nicht, von welcher Gang das war. Peinlich, peinlich. Da mussten wir unser Auto auch aufrüsten. Aber da hat er uns noch genau hingeführt zu einer bestimmten Bomben-Dings. Zu einem bestimmten Shop. Ja, und hier sagt er nur, ja, brauchst eine Autobombe. Also das Spiel stellt nun auch höhere Anforderungen an uns. Wie dem auch sei, der Job ist erledigt und im nächsten Part machen wir dann weiter mit den gelben Missionen, beziehungsweise es ist ja nur noch eine der Russen und dann schauen wir mal, ob wir die erste rote auch noch schaffen. Also es geht hier auf den Schluss zu mein armes Auto. Bis dann, Leute, und ciao.